5,40, 5,41, 5,42, 5,43. Dennis von Team BMC orientiert sich gerne nach vorne und grüßt da jetzt der Emanuel Buchmann schon ganz vorne drinnen, letzten 2 Kilometer. Attacke vom Team Arche Dessert. Oh ja, jetzt kommen sofort die Reaktionen. Ron Dennis, Thomas Charent, Kenny Elissond, der Team Sky-Fahrer geht raus. Jetzt geht's wirklich ins Finale. Wo ist FDJ? Wo ist Pinot? Ja, Pinot ist da in vierter Position. Im Hinterrad haben wir Scarponi mit dabei, auch den Emanuel Buchmann. Also jetzt sind wirklich die Top-Favoriten, wenn es ums Gesamtklassement geht, ganz vorne mit dabei. Jetzt schauen Sie sich an, Ron Dennis schaut sehr stark aus, aber auch Jaron Thomas. Scarponi da links draußen gewesen noch, und jetzt auch hier schon mehrfacher Gewinner. José Mendes vom Team Bora, der Portugiese, attackiert. Am Hinterrad Domenico Pozzovivo, der kletterstarke Italiener vom Team Arche Dessert, und jetzt die Konterattacke von Thomas Charent. Sensationell. Tommy Rohrecker, unter anderem jetzt ja auch bei der UCI zuständig, immer wieder für diverse Sicherheitsfragen bei Rundfahrten, ist also der perfekte Mann, um uns da an allen Athleten immer wieder die wichtigsten Informationen näher zu bringen. Nächste Attacke. Das ist Joe Dombrowski vom Team Cannondale, ganz ein junger Fahrer noch, gibt eines der größten Talente im amerikanischen Radsport, aber es kommt da vorne jetzt wirklich weg. Es ist ja nicht so steil darauf, da bringt der Windschatten schon einiges. In zweiter Position ein Fahrer vom italienischen Nationalteam, aber ein bittesten Eindruck macht das sicherlich Thomas Charent an der dritten Stelle. Der Brodsky war übrigens heute der Erste, der sich eingeschrieben jetzt, hat. Attacke Nummer 4. Jetzt Thomas Charent, jetzt drückt er da richtig aufs Tempo. Jetzt wird es natürlich spannend, wer das Tempo noch mitgehen kann. Hinten sehen wir Ron Dennis hat Probleme. Der Stundenweltrekordmann, also der zweifache Olympiasieger, führt momentan hier auf die Hungerburg. Ja, und der kann das natürlich, einen Kilometer wirklich am Limit fahren. Er hat da vorne sein Wattmessgerät drauf, was genau welche Werte er da treten kann. Scarponi schließt jetzt auf, geht ans Hinterrad und Pozzovivo. Also haben wir jetzt wirklich eine sehr starke Gruppe da vorne mit dabei. An dritter Position der Fahrer vom Team Androni. Pozzovivo, Charent und Scarponi. Großartige Namen, das zeigt uns eben, wie sensationell diese erste Tour of the Alps eben mit neuen Namen hier besetzt ist. Flamme Rouge erreicht der Deutschlandsknappen, der letzte Kilometer. Und jetzt drückt der Pozzovivo noch mal aufs Tempo. Leider habe ich jetzt keinen Fahrer mehr. Immer sind jetzt in der Entscheidung leider nicht mehr ganz vorne dabei. Begrüßt übrigens auch Wolfi Steinmeier, den mehrfachen Österreich-Radrundfahrtsieger, den Rekordmann. Bleiben aber jetzt bei diesen letzten Metern. Wieder zu Tommy Rohrecker. Ja, und die drücken jetzt dann natürlich voll durch. Jetzt sind es noch 600, 700 Meter. Der Sieger wird aus dieser Gruppe kommen. Thomas Charent ist sicherlich der Stärkste hier. Aber ich glaube, wenn es in den Sprint geht, ist sicherlich Scarponi der schnellste Fahrer. So Leute, machen wir nochmal Stimmung in den letzten 500 Meter. Wie ist die Stimmung auf der Hungerburg? Schon der Appetizer danach für die Weltmeisterschaft. Jetzt exakt diese 500 Meter. Taktiert darf eigentlich nicht mehr werden.
weil sonst kommt das Feld nochmals ran. Also noch unbedingt 30 Sekunden, jetzt sehen wir die Bobby Open aufschließen und noch ein Fahrer von Team Cannondale, das dürfte Pierre Rolland sein, also die Gruppe wird wieder größer. Und genau das ist das Problem, wenn man nach hinten schaut, dann verliert man wieder ein paar kmh. Die Gruppe wird jetzt größer und das ist Pierre Rolland und die Bobby Open wieder aufschließen. Einer der aggressivsten Fahrer immer wieder bei der Tour de France, Pierre Rolland. Jetzt die letzten 100 Meter, 200, 300 Meter noch. Scarbone, Pozzo Vivo. Dann der Scherer, rechts draußen, links draußen. Ich tippe auf Scarbone. Du tippst auf Scarbone, bleib du dran, Tommy. Das ist jetzt deine Aufgabe, jede einzelne Sekunde zu racen von diesen letzten Metern. Pozzo Vivo zieht da das Tempo an, sicherlich nicht der einschnellste Fahrer. Und jetzt sind jetzt auf die letzten 200 Meter, jetzt und drehen wir uns dann schön langsam um, schauen in die andere Richtung. Stimmung hier natürlich von rechts zu links von der Scarbone. Thibaut Pinot kommt ab, Thibaut Pinot. Letzten Meter, Scarbone drückt Vollgas aufs Tempo. Von diesem Spitzenfeld holt sich schlussendlich den Sieg. Das Scarbone ist sicherlich ein Verpunkt, was der Finale ist, seine Kräfte einteilen muss. Lange im Windschatten drinnen gewesen, hat sie das Rennen sehr gut einteilt. Und ja, zum Schluss hat man gerade die letzten 40, 50 Meter in dieser Angst gekommen und hat da eine gute Entscheidung sorgen können. Und das sehen wir jetzt auch schon im Traum. Apropos 40, 50, das ist das Wort 40, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es richtig gesehen habe. Aber Schnitt von dieser ersten Etappe von Pusten herauf auf die Hungerburg. Knapp 40 km/h, 40 km irgendetwas da. Etappensieger, sondern auch als Leader dieser Tour of the Alps. Hier die Jubelstimmung meiner Familie von Scarbone, die natürlich extra angereist sind, um den coolen Typen aus Italien so richtig anzufeuern und zu fahren. Leute, noch was Applaus für Michele Scarbone! Bravissimo! Sieger, first and winner, Mr. Michele.